Bobby Jean Carter, die Schwester von Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter, war am 23. Dezember 2023 im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Nun steht auch die Todesursache fest. Laut des US-Magazins People verstarb Carter an der kombinierten Wirkung der Drogen Fentanyl und Methamphetamin. Das geht aus der Untersuchung der zuständigen Gerichtsmedizin im US-Staat Florida hervor. Carters Tod wird demnach als Unfall eingestuft. Nick Carters Schwester war am Morgen des 23. Dezember von Mitbewohnern bewusstlos in ihrem Badezimmer aufgefunden worden. Mit einem Herzstillstand wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert, doch jede Hilfe kam zu spät. Bobby Jean Carter hatte von September bis November letzten Jahres eine Haftstrafe wegen Kokainbesitzes verbüßt. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie auf Bewährung. Für die Familie Carter stellte Bobby Jeans Tod einen weiteren schweren Schicksalsschlag dar. Denn Backstreet Boys-Mitglied. Nick Carter hat bereits 3 seiner 4 Geschwister verloren. Im November 2022 war sein Bruder Aaron Carter im Alter von 34 Jahren in seiner Badewanne ertrunken, nachdem er Drogen genommen hatte. Nick Carters Schwester Leslie Carter starb im Januar 2012 mit 25 Jahren an einer Überdosis.